Meine Damen und Herren, liebe Dino-Freunde und urzeitlichen Genossen, mein Name ist Leon D'Agabo und ich begrüße Sie hier zu einer weiteren arktastischen sowie ja sehr urzeitlichen Folge Ark Extinction mit mir, meiner Wenigkeit und darüber hinaus meine Freundin und Partnerin im Koop Asgard 86, aka Leon D'Agabina. Mein Engel, wie geht es dir? Voll gut. Voll gut, ey, ich find's auch gut. Allein wie schnell du mit dem Enforcer unterwegs bist. Ja, ansonsten, PS, lasst uns loslegen. Wir haben immer viel zu tun. Yay! Dieses Spiel verlangt alles von uns. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr mit am Start seid. Ja, wo lege ich denn jetzt die Wasserpumpe an, quasi? Da, hier, am besten genau hier. Ich hoffe, ich habe genug Steine mit dabei. Stone, Stein. Ansaugrohr. Da. Stimmt, Intake. Da war ja was. Du hast das ja gebaut. Ich hab da ja keine Planung von dem. Ich mach das auch sehr gerne. Ich kümmere mich um den kleinen Kram. Den coolen Kram. Danke sehr. Danke sehr. So. Genau, hier am besten an der Seite. Und dann geht's dann direkt neben der Leiter nach oben. Aber eigentlich auf der anderen Seite, aber es geht nicht gerade. Durch einen Zaun legen finde ich jetzt aber nicht so schick, muss ich sagen. Aber es geht auch. Wunderbar. Es ist gleich ein bisschen kaschiert. Aber ich kann da sowieso alle S-Plus Steinrohre oder Wasserleitung kann ich ja ausblenden lassen. Okay. Das ist ja schon mal ganz cool, würde ich sagen, ne? Ja. Ist das nicht ein Applaus wert? Danke sehr. Danke, danke, danke. So ein Blödsinn, war. So ein Blödsinn. Danke. Ja, jetzt reicht es aber auch. Ja, ich mal. Also erstmal brauche ich jetzt ein paar straighte Rohre. Ein paar straighte Rohre und dann lege ich sie mir, wie der Profi das nun mal so macht, die auf den Schnellwahlslot. Okay. Und lege sie hintereinander weg hin. Oh, 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 vorsichtig, vorsichtig. Jetzt baue ich hier nämlich quasi in den Stein rein. Ist aber alles kein Problem, Leute. Mit der S-Plus-Mod. Ich hoffe, ich kann noch eins. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung. Wir hoffen, dass es in Ordnung ist. Aber es ist eigentlich völlig irrelevant, weil wir lassen die am Ende sowieso verschwinden. Dank der Mod. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wie oh, Flex. Sie oh, was haben wir denn hier? Über das Menü lasse ich sie verschwinden. Ich halte die E-Taste gedrückt. Die Aktionstaste und dann habe ich ein Auswahlmenü. Da kann ich sie dann heiden. Ah, cool. Wie ein Heide. Was habe ich denn hier? Ein flexibles Rohr. Das habe ich noch nie gebaut. Fällt mir gerade so ein. Kann ich das vielleicht variabel, stufenlos in einem Winkel stecken oder so? Ich weiß nicht, aber Kirby hat gerade versucht, darauf zu antworten, glaube ich. Curry? Weil so voll niedlich. Wer ist denn? Ach, Kirby meinst du? Ich hab Curry verstanden. Geht mein Mikro bei dir noch, mein Engel? Ja. Okay. Ihr müsst wissen, wir nehmen mit zwei verschiedenen Mikros nehmen wir auf. Lange Geschichte. Erzählen wir ein anderes Mal. Okay. So, erstmal wieder hoch. Mal gucken, ob wir überhaupt hier weg. Nein, stopp, falsches Rohr. Hier, da, genau. Hier sind wir offiziell. Genau, hier. War das Gute. Und jetzt wieder. Nein! Nein! Wer war das? Hast du ihn gekillt? Nein. Ich hab's aber nur gerade gesehen. Er stand nicht drin, wie er gestorben ist. Er stand nur, wurde gekillt. Jetzt schau ich's nach. Wurde gegrillt. Nein. Schnarchnase. Schnarchnase war mein Lieblingstier. Das war wie Waldemar, als wir das Aberration das erste Mal gespielt haben. Mein Parasaurus. Hm. Er war über 5 Stunden an meiner Seite. Wir waren so. Ich kreuz gerade die Finger. Und nicht, dass er verhungert ist. Glaube ich nicht. Nee, kann er gar nicht. Kann er? Er stand ja neben dem Trog. Ist er ersoffen hier vielleicht? Weil er so glitchy war und durch die Gegend geflogen ist? Dein Schnarchnase wurde gekillt. Einfach nur getötet. Aber eigentlich steht drin, wenn sie sterben. Er war zu schnell. Er war einfach zu schnell. Er war ein bisschen buggy und naja.
Verdammt. Oh nein. Was machst du denn da? Weg hier, das ist unser Grundstück. Vogel, du. Wir haben aber noch einen. Ich weiß, Puki, ne? Puki. Puki. Ja. Egal, ich baue jetzt erstmal eine Wasserleitung. Ich werde meinen Frust, den Schmerz, den ich erleiden muss, aufgrund des Verlustes von meinem ersten Lieblingstier, werde ich in meinem Garten kompensieren. Aber nicht für immer. Nicht für immer. Irgendwann muss ich mich neu in einen Dino verlieben. Ich stehe dir bei. Juhu. Danke sehr. Ja. Hey! Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung! Ich erschrecke mich jedes Mal. 1000 Tode sterbe ich. Ihr seht das ja, was sie vorhat. Naja, so halb. Wir sind noch dran. Wir kriegen das hin. Das wird noch. Durch eine neue technische Methode, das abzugreifen, wird das fast synchron werden. Und das ohne Schneiden und Rendern. Ist das nicht toll? Leben wir nicht in einer tollen Welt? Voller Wunder und Hoffnung? Glitzer. Genau. Und bling, bling. Bling, bling. Okay, noch ein Stück. Ja, finde ich in Ordnung. Kann man auf jeden Fall auch als Statement so stehen lassen, finde ich. Das wird gerade. Wow. Echt krasse Geschichte. Ey, wer ist das? Du wurdest betäubt. Pass mal auf, ich betäub dich mal gleich mit einem Pfeil in die Stirn, Vogel. Oh, nicht, dass das so eine doofe Nähe ist. Ja, das war so eine Spinne wahrscheinlich. Mann. Jetzt gehe ich gleich wieder schlafen wahrscheinlich. Muss mal meine Robustheit ein wenig stärken. Jede Krippe haut mich hier aus den Socken. Ist das eine Spinne, oder? Es war eine Spinne. Eine fiese Spinne. Wo ist sie? Es war alles andere als die nette Spinne aus der Nachbarschaft. Ist sie tot? Ja, sie ist tot. Geht's ihr gut? Mir geht's gut, ja. Außer am Herzen tut's ein bisschen weh wegen Schnarchnase, aber ansonsten... Nein! Bin ich eigentlich drüber über die physischen Leiden. Alles andere bringt die Zeit. Und jede Menge Skyrim Ambience Music. Yay! Das passt so gut hier in das Spiel rein. Auf jeden Fall. Und es wird durch GEMA geclaimed. Ist das nicht super? Na, bis Artikel 13 kommt. Dann werde ich wahrscheinlich hingerichtet dafür, aber solange können wir es genießen, Leute. Artikel 13. Aufgrund von Urheberrechtsverletzungen hingerichtet wurden heute. Asgard und der Undergabe, aber warum denn? Ja. Lebendig begraben, aber zu Recht. Sie haben Musik in ihren Videos verwendet. Ja. Na gut, okay. Back to business, Leute, back to business. Das Leben hier in der, back to reality. In der, wie habe ich es gesagt, Barberation, in der dinotastischen Urzeitwelt. Genau das war's. In der dinotastischen Urzeitwelt fordert alles von uns. Und naja, dem muss man sich natürlich widmen. Oder man geht ganz klar unter, Leute. Man geht ganz klar unter. Man wird gefressen. Das stimmt. Das ist echt hart hier. Echt krass. Ich leg mir einfach mal auch das straighte Rohr auf die 4 einfach. Dann brauche ich nicht ständig im Inventar rum. Warte mal, warum, wo zeigst du denn jetzt schon wieder hin? Was soll denn das? Oh Mist, ey. Ich darf schon wieder ein bisschen... Schon wieder kreuz und quer basteln darf ich. Mache ich hier schon so ein komisches Stück hin? Nee, das mache ich erst weiter oben. Das Verbindungsstück. Ach, wieder dieser Bastel-Dingster. Ja. Okay. Hula! Heute ist auch ein bisschen leiser. Nein! Oh, wunderbar. Ja, na klar. Ist okay. Alles ist cool. Ich lieg direkt vor der Hütte. Meine. Was passiert? Ich bin nur runtergesprungen. Das soll mir keiner erzählen. Der Fallschaden wurde immens erhöht.
Auch ja, beim Gasback, das ist richtig heftig, ist das. Das war nie so schlimm. Ich bin quasi, keine Ahnung, also 3 Treppen auf einmal genommen, tot. Ist deswegen vielleicht Archaeopteryx? Ja, ein Vogel, Fallschaden. Er wollte zu viel. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist gut möglich. Falsche Richtung. Andere Richtung. Der Affe ist. Weil, wenn so stand es ja jetzt bei dir im Zelt auch mit, wurde gekillt. Deswegen nicht, dass er keine Ausdauer mehr hat und dann einfach wie so ein nasser Sack ertrunken ist. Ja. Okay, jetzt esse ich mich erstmal auch selber dann. Das ist doch, mein Schatz. Das ist doch purer Narzissmus. Ich bin Veganer, nur mich selber esse ich, wenn ich gestorben bin. WTF, Mann. Ich bin ein narzisstischer Veganer. So, Nebenhand kriegt natürlich das Schild wieder. Eigentlich, es bringt ja nichts, also nicht wirklich was, aber ich find's cool, einfach ein Schild in der Hand zu haben. Das hat auch einen technischen Hintergrund, hier gibt's viel Gras und sowas. Und die Aufnahmen sind eigentlich nahezu perfekt, weil wir einen separaten Rechner zum Aufnehmen nehmen. Aber YouTube, der YouTube-Codec, ne, der geht da nochmal drüber. Und der kann einfach nicht gut mit Gras und vielen bewegenden Details umgehen. Und wenn ich dann hin und wieder was im Bild habe, was ein Stückchen Gras verdeckt, dann wird die Qualität hinterm Komma ein bisschen besser. Aber nur hinterm Komma. Mich macht sowas heiß. Aber am Ende kommt... Am Ende kommt nichts Sichtbares für euch dabei raus, aber das ist egal. Das ist dann eher für mich, ist das. Okay, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss jetzt hier noch ein straightes Rohr hinbauen. Plopp. Und hier kommt jetzt ein Verbindungsstück hin. Und dann wollen wir noch mal gucken, wer hier als letztes lacht. Tap. Klick, wunderbar. Jetzt wird's schön. Jetzt können wir nämlich hier oben schon mal trinken. Und hier ist es nicht wie bei The Forest. Hier kann man einfach Wasser aus dem See trinken oder direkt aus der Leitung, ohne es abzukochen. Vorteil arg auf jeden Fall. Kriegst höchstens eine Elementverstrahlung. Bei Scum würdest du, glaube ich, schon mal ein Problem haben. Ehrlich? Warum? Da durftest du doch, das Leitung, also das Seewasser, wenn du, glaube ich, zu viel davon trinkst, es ist einfach schmutziges Wasser, wo, glaube ich, auch abführend. Warum kann ich ihn jetzt hier nicht lang bauen? Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Irgendwas habe ich gravierend falsch gemacht. Nein! Nicht abreißen, aufheben, aber, bitte. Nein! Nochmal, bitte. Was bist du hier eigentlich? Bist du nur ein Stein? Du siehst so anders als die anderen. Kann man Gegenstände drehen, bevor man sie baut? Wie dreht man sie? Man muss einmal klicken und dann kann man drehen noch, ne? Aber das geht mit dem Ding hier offensichtlich nicht. Ich glaube, ich habe das Falsche gebaut. Habe ich das Falsche gebaut? Ist mir da ein kleiner Fehler unterlaufen? Niemals! Niemals, nie nicht! Ach hier, eine Kreuzung brauche ich natürlich, das andere ist der Wasserhahn. Sehr smart mal wieder, aber nicht schlimm. Nicht schlimm, den brauchen wir sowieso am Ende. Stimmt, da war ja das Ding auch. Ah, genau das brauchte ich. Da war ja was. Das ist eine kleine Kleinigkeit. So was ganz Verrücktes, Kurioses. Super verrückt ist das. Ich kann ja nebenbei die Fackel laufen lassen. Um den YouTube-Codec mal so richtig zu stressen. Voll cool. Ja, finde ich auch ganz nett. Ganz, ganz nett. Hier noch eine Kreuzung und dann wieder direkt hier rein, ne? Wobei, ich könnte hier schon... Nee. Aber wer weiß, wie weit wir das Feld bauen werden. Ich kann ja hier auch noch ein Wasserhahn hinpacken. Der verschwindet nämlich nicht. Aber dann hätten wir da hinten auch noch einen Wasserhahn, falls wir mal hier hinten sind und das Stück bis zum Komposter nicht laufen wollen. Ja, voll gut. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf der Sonnenliege liegt und irgendwie aufstehen muss, um ins Haus oder die Wohnung zu gehen. Um was zu trinken. Dann noch lieber den Wasserhahn direkt daneben. Zap. Genau. Das stimmt allerdings. Da ist was dran, finde ich auch.
So, und hier kommt jetzt der zweite Wasserhahn hin. Ich frag mich eigentlich immer wieder, ich könnte es natürlich jetzt mal austesten, ob die Beete tatsächlich den Wasserhahn brauchen, der das Wasser raussprudelt, oder ob die Rohre in der Nähe ausreichen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Danke sehr. Aber kann ich schon Wasserbassins bauen? Habe ich das gelernt? Doch, da, Tatsache. Aber mir fehlt Zement. Aber den haben wir. Wir haben Zement. Hallo? Hallo? Herr Nilsson. Ja, Zement haben wir da. Herr Nilsson guckt mich doof an. Ich nehme ihn mal mit, okay? Dass er ein bisschen Auslauf kriegt. Mach das. Das ist traurig. Ja, wird eifersüchtig. Ja, na klar. Wegen Vanilla. Vanilla. Vanilla Sky. Ich hab da erstmal eine Vanilla genannt. Okay. Aber Vanilla Sky gern. Nein, ist in Ordnung, Nicht Vanilla Sky. Muss ja keiner wissen, dass das mein zweitliebster Film aller Zeiten ist. Das ist so ein Guilty Pleasure, Leute. Mittlerweile kann man den Film kaum noch gucken, aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut. Welchen Film? Ich hab's nicht ganz verstanden. Vanilla Sky. Ah, Vanilla Sky, okay. Das ist mein zweitliebster Film. Ja, nein, wir versuchen ja nichts zu beeinflussen. Vanilla Sky. Ja. Es ist auch nur ganz zufällig, dass wir einen Affiliate-Link von Vanilla Sky gerade in diesem Video in der Infobox haben. Ist natürlich Quatsch, könnt ihr nachgucken. Da gibt es nur Affiliate-Links zu spielen. Bitte. Wenn ihr möchtet. Genug eigenschändliche Werbung. Lasst uns lieber Rohre verschwinden lassen. Hyde Pipe. Aber warte mal, stopp. Wir können Nägel mit Köpfen machen. Oh, Anna. Nein, was mache ich denn da? Kann ich es wieder erscheinen lassen? Show me your pipe. Okay, kann ich, wenn ich einen Affe auf der Schulter habe, kann ich dann noch mit dem Archeopteryx durch die Gegend ballern? Leider nein. Schon ausprobiert? Ich hab's mal versucht gehabt und es hat leider nicht funktioniert. Ein Versuch, der erfolglos geblieben ist. Okay. Oh, wir haben Fische. So. Gibt's ja noch. Um jetzt alle Rohre mit einem Schlag verschwinden zu lassen, braucht ihr zunächst die Better Building S Plus Mod und geht dann zum Ursprung, zum Ansaugrohr hier. Und dann guckt ihr da direkt drauf, bis gar nichts kommt. Und dann haltet ihr die Aktionstaste gedrückt und klickt hier auf Hide Connected Pipes. Und plopp, weg sind sie alle. Weg sind sie alle. Aber das Ansaugrohr kann man leider nicht verschwinden lassen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Oder nicht? Das nicht. Aber ist nicht schlimm. Das bedeutet aber nicht, dass die Rohre nicht zerstört werden können. Also ihr solltet in der Nähe selber aufpassen und vielleicht nicht allzu nah von diesen Rohren, von den versteckten Rohren, den Stealth-Rohren, wie ich sie auch gerne mal zu sagen pflege, nicht da kämpfen. Am besten den Kampf woanders hinbringen. Nur so eine kleine Idee am Rande. Sprichst du da auf jemanden Bestimmtes? Nein. Niemals. Würde ich niemals tun. Aber wer unsere Aberration Let's Plays und Lee Labs, unsere Live-Let's Plays, gesehen hat, der wird schon wissen, wovon wir reden. Ich habe das öfter mal eine Pipe zerpflückt. Okay, jetzt baue ich jetzt erstmal Beete. 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 Mittlere Beete. Boote. Ach nee, ja, mittlere Beete möchte ich bauen. Warum kann ich die denn nicht bauen? Oh cool, ich bin live beim Kampf dabei. Unit gegen zwei Parchi und einen Ankylo. Cool. Ich brauche Holz, Stroh und Zement. Holz, hey Leute, Stroh und Zement. Stroh? Stroh haben wir leider gerade nicht. Hast du noch irgendwo Stroh versteckt, mein Schatz? Stroh, alles in der Werkbank. Nee, leider nicht, da ist kein Stroh mehr. Dann haben wir alles doch hier in der Kiste. Okay, ich pack mal den Kram, den wir sowieso nicht in der Kiste separat brauchen. Den packe ich mal rüber. Okay. Dann brauchen wir nicht mehr so oft hin und her. Ja gut, dann leg alle Kristalle weg. Und dann schleiche ich kurz hier rüber. Pack die
Fasern da rein, die Kristalle. Das Stroh brauche ich noch. Oh, 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 oh. Ich kann irgendwie auf einer unterbewussten Ebene kann ich sehr gut mit Affen connecten. Weiß auch nicht warum. Fällt mir sehr leicht. Oh, oh. Welches fällt dir sehr leicht? Nichts, Schatz. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Also, warte mal, Fell brauchen wir auch nicht hier in der Kiste. Und wow, noch langsamer kann man echt nicht unterwegs sein. Krass. So vollgepackt? Ja, so heftig vollgepackt, weil ich möchte gerade den Kram rüberpacken. Von der Kiste in die Werkbank. Da packen wir ab jetzt alle Ressourcen rein, okay? Okay. Haben wir hier noch so, was? So irgendwas? Wie vollgepackt mit tollen Sachen? Die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Wir brauchen auch. Ah, Strom können wir noch nicht herstellen. Also Strom haben wir ja noch nicht. Oder hast du schon Strom gelevelt? Strom? Nein. Nein? Ich hab noch keinen Strom gelevelt. Konnte noch gar nicht. So, und die Beeren können Beeren bleiben. Wobei ich glaube, auch diese sind in der Räucherkammer länger haltbar, kann das sein? 18 Minuten für die blauen, ich check das mal eben. Ich weiß nicht, wann es gut möglich sein. So, pop, 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 pop. Was sind denn das da unten bitte für Echsen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ganz alles, was biologisch ist, bitte in die Räucherkammer. Okay. Das wäre super. Gut gemacht. Coole Sache. Swag. Eise. Swag, Digga, was geht? So. Da muss auch noch Stroh rein. Da haben wir ein bisschen Stroh drin. Immer schön den Kot da rein. Wunderbar. Kot. Tut das Not? Mit Kot geht's uns gut. Aber warum denn? Naja, Kot braucht man doch manchmal. Ja. Welches Level bist du? Level 4. Ich hau euch weg. Hau ihn weg. Wow, okay, er hatte keine Chance. Er hatte wirklich gar keine Chance. Packe ich denn das Öl jetzt erstmal rein, auch in die Werkbank, ne? Bis wir das Öl richtig brauchen. Das ist mit den Saps. Das ist Baumharz. Ich weiß, ich habe ein paar Mal gesagt gehabt, dass es ein Setzling ist, aber Entschuldigung, ich habe die Vokabel vergessen, dass Sap Baumharz ist. Ich hatte es aber auch nicht mehr gewusst, ganz ehrlich. Das ist einfach nur blau-kristallines Baumharz. Lila Harz 4, wenn man so möchte. Geht denn wirklich nicht davon aus, dass sie den Zepp jetzt hier so genommen haben? Ist auch eine Ressource, packe ich ebenfalls weg. Okay. So, jetzt aber, jetzt wird's. Was wollte ich bauen? So ein Basseng, genau. Verdammt, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Dass ich mir ganz kurz hier die Kreuzung sichtbar mache. Da war nichts mehr dran, ne? Ne, da war nichts mehr dran, ne? Ich will natürlich in der Nähe hier ein Basseng haben, damit wir dann später fürs Kochen die Wassergläser schneller füllen können. Zum okay. Farbe kochen zum Beispiel. Falls ich dann wieder hier anfange, die Dinos zu bemalen natürlich. Na gut. Irgendwann werde ich hier wieder ausgiebig Dinosaurier bemalen. Yay. Aber auch nur so lange ist meine Zeit zu, das ist keine Frage. Ich möchte natürlich auch hier wieder mal auf Tour gehen. Erstmal schmeiße ich hier den ganzen Mist weg, den ich hier von der Leiche mitgenommen habe. Nee. Ach, hier ist es. Weg. Und jetzt baue ich mir so ein cooles Basseng hier hin. Zum Auffüllen. Wo ist es? Water Tank. Dahin, genau. Okay, das schwebt dann zwar in der Luft, aber das ist mir eigentlich vollkommen egal. Damit habe ich keine Probleme. Und theoretisch müsste man das da auch wieder befüllen können alles. Nee, geht schon wieder nicht. Kann schon wieder nicht mein Wasserglas im Wasserbasseng füllen.
Mit Wasser gefüllte Behälter oder Regen füllen diesen Tank auf. Ich habe ein Rohr angeschlossen. Du kannst ihn auch mit einer permanenten mit Wasserquelle verbinden. Ja, habe ich. Geht irgendwie nicht. Das Problem hatten wir doch bei Operation, stimmt. Aber genau das Gleiche. Liegt das vielleicht, weil es S Plus ist? Liegt das daran eventuell? Nein. Ich heb mal kurz auf. Genauso. Ich baue mir mal eben das nicht S Plus Ding davon. Das ist echt strange. Was fehlt mir denn jetzt? Stein. Okay, haben wir drinne. Oder können wir hier kurz hauen? Gib mir Steine. Nicht mit der Spitzhacke. Steine musste ich mit der Axt hauen, richtig? Yeah. Da, ja, reicht. Ja. Da, 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 da. Da, da, da. Jobidubida. Ja, sie fängt schon wieder an zu singen. Warum macht sie das? Naja, wenn weil sie nur 6 Stunden geschlafen hat. Nein, weil sie nur 6 Stunden geschlafen hat. Aber, ja, eine Woche ist man immer ganz schön breit, kenne ich. So. Das hat dir der Teufel gesagt. Ja, wenn es hochkommt, 6 Stunden. Weiß aber nur, ob du aufgestanden bist. Egal, Wasserreservoir. Nochmal ohne S+. Bitte funktioniere du doch einfach. Das wäre das Beste, was uns passieren könnte, wenn das einfach mal ein bisschen buggy ist. Aber schauen wir mal. Ja, hier steht... Ja. Steht auch, bleibt dabei, 0 von 200 bewässert. Oh, okay. Hä? Halt wieder. Jetzt haut's hin. Jetzt ist das mit 200 bis, also jetzt kann ich zumindest. Warte mal. Nein! Oh nein, mein Wasserglas. Ist es weg? Ja. Oh nein, aber warte mal. Es ist noch in einem anderen Wassertank drin, aber ich glaube nicht. Ich habe den aufgehoben und die Gegenstände in einem S-Plus-Item bleiben nicht da drin, oder? Wie? Die Gegenstände in einem S-Plus-Item, die bleiben nicht da drin, oder? Wenn man das aufhebt. Nein, leider nicht. Damit ist das Becken hier, mein Wasserglas verschwunden. Hier steht komischerweise jetzt auch 200 von 200 bewässert. Das kann doch nicht sein. Okay, ich probiere das jetzt nochmal aus. Ich stelle jetzt ein Wasserglas her. Mit Kristall war das, richtig? Ja. Yeah. Brauche ich dafür? Kristall und Leder? Kristall, Stein? Ich muss es natürlich, glaube ich, auch gelernt haben. Habe ich es gelernt? Fragezeichen. Glas. Wie heißt es nochmal? Trinkglas? Wasserglas. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gelernt. Nee. Okay, dann muss ich das jetzt kurz ausprobieren mit einem Lederbeutel. Und ich baue mir dann später... ein neues Wasserglas. Erstmal die Kristalle wieder ablegen. Damn you! Verdammte Realität! Nein! So, was haben wir denn hier? Steine brauche ich soweit noch. Ja. Trinkbeutel. To the max. Dam, dam, da, da, dam. Der füllt sich nicht. Boah, er füllt das ist ja sich echt einfach fies nicht. Dann. Ist echt schade. Super schade. Und ich weiß nicht warum. Super schade. Am Wasserhahn, an einem S-Plus-Wasserhahn, kann ich meine Beutel füllen. Zack, zack, voll. Das war auch so ein Aberration, aber ich kann sie ganz komischerweise nicht in dem Wassertank füllen. Sehr mysteriös. Aber ich lasse ihn trotzdem einfach mal stehen. Okay. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht muss man daran dann wieder einen Wasserhahn, nee, glaube ich nicht, einen Wasserhahn bauen, das wäre ja Quark. Ich will ja da drinnen, in dem Inventar von dem Wassertank, möchte ich meine Beutel füllen. Ja. Das ist das Ziel, weil der hat mehr Slots als der Wasserhahn. Und wenn ich dann später was koche, kann ich dann ratzfatz da auch mein Wasserbedarf decken. Füllt er nicht auf. Verstehe ich nicht. Egal. Fragen über Fragen. Meine Damen und Herren, das soll es aber für heute gewesen sein. Genug Uhrzeittheorie.
Uns hat es eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt uns das in Form von einem spitzen Daumen nach oben. Wiederschauen und reingauen. Der Leo und die Asgard. Ciao. Tschüss. Und auch in the dark. Bis dann, ciao.